Berlin auch in diesem Jahr zu Krawallen gekommen. Die Ausschreitungen waren nach Einschätzung der Polizei aber weniger heftig als in früheren Jahren. Gewaltbereite Demonstranten warfen in der vergangenen Nacht Steine und Flaschen und zündeten Müllcontainer an. Die Beamten gingen mit Wasserwerfern und Tränengas gegen die Randalierer vor. Sie nahmen knapp 190 Menschen vorübergehend fest. Gar nicht zuhören wollte man SPD-Chef Müntefering in Duisburg. Eier flogen, die Demonstranten buhten ihn aus als Mitverantwortlichen für Hartz IV. Müntefering forderte von Unternehmern erneut, Verantwortung für den Standort Deutschland zu tragen. In Mannheim klang derweil der 1. Mai auf Bierbänken aus, auch dies eine Tradition des Tages der Arbeit. Denn, so sagte DGB-Chef Sommer, der sei nicht nur ein Kampftag, sondern eben auch ein Feiertag. In Berlin kam es nach einem relativ friedlichen 1. Mai-Wochenende am Montagabend in Kreuzberg zu Ausschreitungen. Nach einer nicht angemeldeten Demonstration warfen eine Gruppe mehrerer hundert Jugendliche Steine, Flaschen und Feuerwerkskörper gegen Polizisten. Auch Müllcontainer wurden angezündet. Die Polizei war mit einem großen Aufgebot vor Ort. Immer wieder versuchten Beamte, Unruhestifter aus der Menge zu greifen. This year, all demonstrations after 3 o'clock afternoon are forbidden. But Autonomous mobilized for an illegal demonstration in the evening. The Autonomous 1st of May plenum mobilizes in the internet, with flyers and in the press. The slogan of the illegal revolutionary 1st of May demonstration, no war. No job reform. No prohibition. 1st of May, out of the way. Police and Senate of Interior announced to stop illegal demonstrations in the beginning. Some groups mobilized to the legal demonstration at 1 o'clock in the afternoon. This demonstration started in Kreuzberg and did go to the district Neukölln, and then back to Kreuzberg. But also this legal demonstration is not allowed to go back to Kreuzberg after 3 o'clock in the afternoon. Up to 2,000 people participated. Exactly 5 minutes after 6, the openly mobilized illegal demonstration started, from Oranienplatz in Kreuzberg. The civil special forces has been too slow, they failed to arrest people. 3 minutes later up to 500 people are marching. More people are joining the demonstration, up to 2,000 people are participating now. The special police forces had to cancel the plan to arrest the organizers, because the chief of the police do not want to escalate the situation in the festival area. Fragen wir mal nach bei Uli Zelle, die spontane Demo, die sich gerade aufgelöst hat. Die Teilnehmer wollten schnurstracks nach Kreuzberg zum Maifest. Sind sie dort schon eingetrudelt und wenn ja, in friedlicher Hinsicht? Also diese Spontandemonstration hat sich tatsächlich aufgelöst. Man kreiste hier mehrmals um den Tietz herum und walzte quasi das friedliche Maifest ein bisschen nieder. Das Maifest bisher ein Familienfest mit Musik auf ca. 30 Bühnen von Folklore bis Punk. Organisiert von Anwohnern, Gewerbetreibenden und dem Bezirk, um Krawallen keine Chance zu geben. Und ich glaube auch die Polizei mit ihrem Antigewalttraining und ihrer Taktik hat alles getan, um uns einen friedlichen 1. Mai zu bescheren. Ich hoffe, er bleibt friedlich. Ja, das hoffen wir natürlich auch. Im Moment hier die ganze Oranienstraße runter, Stand an Stand, Bühne an Bühne. Also ein richtig lebendiges Treiben, auch wenn wir hier mal gucken in Richtung Heinrichplatz. Das ist doch sehr, sehr voll. Es gibt viele Bars und diese Spontandemonstration ist tatsächlich bisher noch nicht wieder aufgekommen. Half hour later, after the illegal demonstration was finished. The second illegal demonstration started at the place Heinrichplatz. Now up to 3,000 or 4,000 people joined the demonstration. Because of the masses, the Autonomous can move like fishes in the water. Nach einer nicht angemeldeten Demonstration warfen eine Gruppe mehrerer hundert Jugendliche Steine, Flaschen und Feuerwerkskörper gegen Polizisten.